Hallo, meine lieben Freunde und damit herzlich willkommen. Heute gibt es ein bisschen was zu erzählen, aber dazu gleich. Wir sind hier in Tekkit Light Plus. Ja, die ganzen Modpack-Sachen sind natürlich auch in der Beschreibung verlinkt, bevor wieder einer fragt, wie kann ich einen Server kriegen? Wie kann ich denn selber spielen? Ist alles in der Beschreibung drin. Muss man nur lesen. Ja. Wie soll man das sagen? Das hier ist sozusagen jetzt die siebte Staffel. Die siebte Staffel einfach. Die sechste war zwar nicht ganz fertig, wie man das jetzt normalerweise erwartet hätte von unserem Muster her. Das werdet ihr dann aber noch sehen, was es damit auf sich hat. Denn wir wollen mal so ein bisschen back to the root. Nicht, weil ich glaube, dass es irgendwie die Aktivitäten mehr erhöht. Eigentlich eher im Gegenteil. Sondern weil ich persönlich Lust drauf habe. Und viele bei YouTube machen es ja mittlerweile so, sich nach den Leuten zu richten, weil sie ja eine bestimmte Menge an Views und Likes kriegen wollen und das Ganze ja auch viel Kohle bringen soll. Im Prinzip jeder große YouTuber, kann man sagen, was man will. Natürlich mit Ausnahmen, aber fast jeder richtet sich dann immer nach den Analytics und macht das ganz professionell und so weiter und versucht immer das meiste rauszubringen, ob es ihm Spaß macht oder nicht. Bei mir persönlich ist es so, ich mache YouTube, weil es mir Spaß macht, weil ich das als Hobby sehe und so weiter und so fort. Deswegen gibt es jetzt nochmal Tekkit Light Plus, aber in einem ganz anderen Sinne. Leider erstmal auch alleine. Johnny, na gut, könnt ihr euch denken, der hatte da so oder so keine Lust mehr drauf und auch keine Zeit mehr. Deswegen werde ich auch versuchen, wieder größer Leute mit reinzubringen, also Gäste zu ermöglichen. Da es natürlich wieder sehr viele sein werden, schätze ich, wird natürlich jeder nur gewisse Zeiten haben, so wie wir das schon vorher gemacht hatten. Besucherhausen wird es jetzt wohl diesmal nicht geben, einfach weil die Zeit dafür fehlt. Ich will hier keine 1000 Folgen draus machen. Es ist einfach, ich sag mal, für mich selber einfach, um mal ein bisschen was zu haben wieder, wo ich einfach sagen kann, das möchte ich. So, das hier ist der Server, der Tekkit Light Plus Server. Man sieht die IP, oh nein, oh nein, oh nein. Oder vielleicht habe ich die auch gerade verdeckt. Wenn das der Fall ist, habt ihr Pech gehabt. Da werden wir nämlich jetzt nicht drauf joinen. Das ist nämlich der originale Server, der läuft einfach noch ein bisschen. Mal gucken, wofür, ob ich da noch Streams mitmache oder so, ich habe keine Ahnung. Wir gehen auf Einzelspieler, ja, wir gehen auf Einzelspieler und erstellen eine neue Welt. Ihr seht, ich habe eine ganze Ecke noch, das ist alles Bullshit und ein paar alte Backups. So, wir schreiben hier jetzt mal rein, ja, was schreibe ich rein? Was schreibe ich rein? Ich schreibe mal rein, Tekkit. Nein, das ist zu einfallslos. was schreiben wir denn hier mal? Illuminati. So, dann machen wir erstmal kreativ. Keine Sorge, ich werde das dann gleich wieder ändern. Aber ich mag das gerne, das direkt im Creative zu machen, damit, falls man mal Probleme hat oder so. Weißt du, wenn du im Survival machst und vergisst hier Cheats zu erlauben oder so und du bist mal richtig gearscht oder so, es kann ja mal passieren, dass da irgendwas passiert, dann kannst du dich da nicht richtig retten. Na gut, man kann einen Server aufmachen, hier mit, also so einen LAN-Server aufmachen, das sollte auch gehen, dennoch alles blöd, deswegen habe ich mir das so angewöhnt. Bonustruhe lassen wir mal aus, das muss jetzt nicht sein. Welttyp gibt super flach, große Biome, ich lasse mal Standard. Und Bauwerke generieren an, ist klar. So, bei dem Seed werde ich jetzt mal was eingeben, aber ich, oder? Ach, weißt du was? Nö, wir geben hier kein Seed ein. Scheiß drauf. Ich lasse mich überraschen und wir nehmen das erste auch gleich direkt. Es ist mir relativ wurscht und wenn es halt am Spawn nicht cool ist, dann laufen wir ein Stückchen. Also, neue Welt erstellen. La, 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 Welt wird konvertiert. So, da tut sich jetzt was. Da tut sich jetzt was. Aha. Das sieht doch schön aus. Wo sind wir denn hier gespawnt? Direkt mitten im Wasser an irgendeiner Insel. Wir schauen uns gleich mal um, drücke E. Aha, gut, jetzt sollte ich natürlich wieder den Modus ändern. So, damit das auch perfekt ist. Ja, Mensch, da sind wir angekommen in einer neuen Welt. Ja, ja, sieht schön aus hier. Auf den ersten Blick, ich dachte schon, das wird wieder so ein scheiß Schneebiom.
Da haben wir Glück gehabt. Eindeutig. Ich schaue mich erstmal so ein bisschen um, gucken erstmal, was das hier, was hier denn so los ist. Können vielleicht schon mal den ersten Baum kloppen. Das Schöne daran ist, dass wir jetzt halt direkt am Spawn auch alles Neues finden. Beispielsweise diese Bäume hier, die gab es ja vorher nirgendwo zu sehen. Außer den neu generierten Orten und auch die neuen Erze wie Osmium und so. In Anführungsstrichen neu. Aber für unsere Serverwelt damals war das ja tatsächlich was Besonderes, weil wir die halt sehr viel später zugefügt haben, diese ganzen Mechanism-Mods und hast du nicht gesehen. So, jetzt werden wir erstmal die erste Folge ein bisschen rumlabern, ein bisschen Holz farmen und jetzt mal ganz stumpf gesagt oder ganz simpel gesagt, ich werde die dieses Folgensystem auch ungefähr wieder so drinne behalten, sprich, dass ich ungefähr, jetzt muss man ja nachdenken, 17, damit das, das wird zwar jetzt nicht direkt eine 15-Minuten-Folge, sondern einen kleinen Tick länger, aber dafür ist das ungefähr genormt und ich mache das dann halt jetzt auch immer wieder mit Begrüßung und hast du nicht gesehen. Ich will mich jetzt erstmal ein bisschen umschauen hier. Wir haben hier auf jeden Fall ein bisschen Sandstrand, vielleicht auch eine Wüste. Oh, wir haben auch gleich eine Wüste in der Nähe, das ist schön. Das gefällt mir schon mal. Da müssen wir dann mal überlegen, ob wir hier bleiben wollen oder lieber irgendwo hin. So, und dann werde ich jetzt mal eben ganz kurz Anfangsstuff hier machen. Hier ist meine, es ist jetzt ein bisschen gewöhnungsbedürftig, dass ich hier wieder nicht ziehen kann. Aber das ist was, da kann man sich ehrlich gesagt echt dran gewöhnen. So, dann werde ich hier mal eben machen. So. Und ein Schwert kann man sich auch schon mal machen. Hier ist zwar eine Holz, aber haben wir auf jeden Fall schon mal was, sollte uns jetzt hier gleich ein Skelett entgegenkommen. Ach, warte mal. Ist ja Blödsinn, was ich hier mache. Nimm die mal mit hier. Nimm sie mal mit. Jetzt werden vielleicht der eine oder andere sagen, yay, take it light. Werden aber bestimmt auch einige sagen, oh, take it light. Für diejenigen, die sagen, oh, take it light. Wie gesagt, ihr müsst das hier nicht verfolgen. Habe ich das schon gesagt? Weiß ich nicht. Ihr müsst es nicht verfolgen. Wenn es euch nicht gefällt, dann guckt halt was anderes. Ganz ehrlich, ich mache das hier pur aus Spaß und ich versuche mich an die Leuten, die hier mitmachen wollen, also hier zugucken wollen und das interessant finden, natürlich auch zu richten, wenn er da sagt, bau mal ein Klo, baue ich ein Klo. Sagt mal, wenn einer sagt, mach mal mehr IC2-Maschinen, dann mache ich mehr IC2-Maschinen. Und wenn jemand anders dann sagt, mach doch mal ein Pulverizer, dann sage ich, ich mache ein Pulverizer. Sagt jemand, bau doch mal was mit Diorit, dann haue ich ihm ins Gesicht. Glücklicherweise gibt es das hier ja auch noch nicht. So. Achso, und ich wollte nur ganz kurz sagen, ich werde das diesmal anders machen. Nicht, dass die Leute schreiben, ja, ich will mitmachen und sich da irgendwie reinschreiben. Also sollten sie schon machen, sonst weiß ich ja nicht, wer mitmachen will oder nicht. Nur reicht es diesmal nicht. Diesmal müssen es Leute sein, die auch wirklich aktiv dabei sind. Bedeutet, ja, das bedeutet, ich muss das irgendwie sehen können, ob es nur Kommentare sind oder ob das nur, keine Ahnung, Likes sind oder Favos oder Teilen. Ich habe keine Ahnung, ist mir auch völlig egal. Hauptsache es sind aktive Leute mit Kommentaren. Es ist natürlich für mich umso leichter einzusehen. Von daher, oh, ich hasse dieses Windows 8 Dings. So. Stellen wir jetzt mal einen Ofen hin und da werden wir jetzt gleich mal ein bisschen Fleisch drinne braten. Ich hoffe nur, dass das nicht die einzigen Kühe, die hier sind. Naja, notfalls haben wir ja hier auch schon die Netze, die Safari-Netze. So, Cowboy haben wir auch gleich gekriegt, das ist doch schön. So, wo haben wir hier Kühe? Konnte ich das hier nicht einstellen eigentlich? Wenn ich auf die Minimap-Option gehe. Minimap-Options. Filtering, Default Zoom, weiß ich auch nicht. Ich dachte, man kann hier irgendwie gucken mit den Tieren. Also ich glaube, das ging nur Singleplayer. Das muss man im Server erst irgendwie extra aktivieren, damit das funktioniert. So, pass mal auf, wir werden das Fleisch jetzt mal eben schnell kochen hier. Ich kann ja nicht mal mehr rennen. Fragt sich nur, wo hatte ich jetzt den Ofen? Da. Da laufen wir mal eben schnell hin. Ofen, ich habe hier was für dich. Und packen da erstmal einfach Holz rein.
Einfach erstmal Holz. So. Dann gucken wir mal, haben wir hier Kohle, da haben wir Eisen und Kupfer. Und Steine, die heller leuchten als gewisse andere. Osmium haben wir da schon, dann können wir Osmium-Werkzeug machen, sehr schön. Dennoch mache ich erstmal Steingedöns. Müssen wir so oder so machen, um Eisen zu kriegen. Nur habe ich jetzt das ganze Holz weggetan. GG. So. Erstmal ein paar Sticks. Stickies. Es ist immer ganz stumpf, alles auf Anfang, weißt du? Erstmal alles ganz neu wieder. Technischer Fortschritt. So, das könnte ich auch verbrennen, theoretisch. Muss ich mir merken, dass ich als nächstes hier, weiß ich nicht, das Schwert erstmal verbrate oder so. So. Dann mache ich uns noch eine Schaufel. Und ich mache noch eine Axt. So. Und was kann man noch gebrauchen? Eine Feldhacke? Nee. Das lasse ich jetzt erstmal sein. Achso, wir können ja jetzt mal was fressen. Ist nicht die Welt. Jetzt wird das nahrungsmäßig wieder echt ein großes Problem hier. Weißt du, in Tekken Light Plus, also in den vorherigen Staffeln, da lief es dann halt so. ich habe so viel Essen gehabt, dass ich gar nicht mehr wusste, wohin damit. Und habe gestern dann mittlerweile schon einen halben bis einen ganzen Stack Essen in die Hand gedrückt, weißt du. Weil ich einfach nicht mehr wusste, wohin mit dem Gedöns. So, wir gehen jetzt mal hier durch. Ihr seht, ich habe die Helligkeit nicht ganz auf 100%. Das wird vielleicht einige verärgern. Ich könnte ja mal Optionen, Grafikeinstellungen... Ach, es ist auf hell. Okay, gut. Ja, dann nehme ich das zurück. Wie kann das sein, dass es hier keine Kohle ist? Jedes mögliche Erz ist hier, nur Kohle haben wir hier nicht. Muss ich gleich mal in der anderen Höhle gucken. Ich höre zwar hier Wasser, sprich hier ist irgendwie noch mehr. Aber ganz ehrlich, das ist mir jetzt ein bisschen zu behindert. Könnte direkt hier drunter sein, aber nö. Dass ich jetzt hier, ich will jetzt hier die erste Folge nicht gleich damit verdatteln, dass ich die ganze Zeit irgendwas suche hier. Das nimmt ja so oder so schon viel Zeit in Anspruch. So, guck mal, hier haben wir gleich Kohle. Kann ich ja theoretisch auch die Holzspitzhacke mal ein bisschen kaputt machen. So. Ich hoffe nur, dass uns jetzt hier kein Mob spawnt. So. Ach, guck mal hier, das ist ja eine sehr schöne Höhle. Eine sehr, sehr schöne Höhle ist das. So. Holen wir uns mal ein bisschen Kohle. Den Rest können wir später holen. Hauptsache, ich habe schon mal was. Die erste Folge nähert sich nämlich auch schon dem Ende. Ich bin mal gespannt, wie die Leute darauf reagieren. Bin wirklich sehr, sehr gespannt. Meinung könnt ihr natürlich trotzdem da lassen, so oder so. Ob ihr das Ganze jetzt gut findet oder nicht, das ist mir relativ wurscht. Hauptsache, ich finde das einfach, also ich erfahre das einfach mal so für spätere Zeiten. Aufgrund wissenschaftlicher Analysen und sowas, weißt du. So, dann können wir ja das hier bestimmt auch schon mitnehmen. Das ist ja schön. Haben wir hier Kupfer schon mal. Kann ich Osmium eigentlich auch mit Stein abbauen? Tatsächlich. Ist das überhaupt Osmium? Ach nee, das ist Zinn. Das ist gar kein Osmium. Ja, dann nehme ich das natürlich zurück. So. Dann ist das hier wahrscheinlich auch Zinn, ne? Ja, ich glaube, für Osmium sind wir zu hoch. Mal guck mal, wer da unten ist. Hallo! Na, du oller Sack! So, pass mal auf, das Kupfer hier nehme ich nochmal ganz schnell mit. Komm in meine Taschen, komm in meine Taschen, komm in meine Taschen. So, schön. Und den Rest holen wir uns dann mal anders. So, und dann sind wir nämlich auch schon am Ende angekommen der ersten Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und beehrt mich doch morgen wieder oder wann anders. Ich habe noch keine Ahnung, in welchem Muster ich die Folgen rausbringe. Deswegen erwartet jetzt nicht hundertprozentig täglich eine Folge. Ich schaue einfach mal, wie ich das Ganze mache. So, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns. Tschüss!